Amonaturi, wie lange brauchst du dann noch? Ja, ich bin schon fertig. Wo ist er denn? Ich muss nur noch Hände waschen. Es wird jetzt aber Zeit. Der Flock muss beginnen. Der Natururin. Ja. Natururin, jawohl, perfekt. Jetzt kurz vor der alpine Psychose. Wo hast du das Essen jetzt her? Willst du mich verarschen oder was? Auf der Toilette gefunden. Jawohl, geil. Herrlich. So, Wanderungsstart. Wanderungsstart kommt. Jetzt Wanderungsstart kommt. Wir werden hier von Zügen belästigt. Wir sind aufgestanden. Wir haben hier gepennt. Genau, wir werden hier die ganze Zeit von Zügen belästigt. So, wir haben hier gepennt. Wir werden hier von diesem Regen und diesem Gewitter hier überrascht. Das windet uns hier total durch. Das pustet uns weg. So, der Wind mit dem ganzen Regen ist weg. Der ist nicht mehr vorhanden. Und guck mal, hier vorne ist eine Bissstelle. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man hier zwei, dass da irgendwie was zwei Zähne hätte und da reingebissen hat. Und das ist total angeschwollen. Keine Ahnung, was das war, irgendwie eine Spinne oder sowas, aber das ist schon seit 3 Tagen so angeschwollen. Beziehungsweise die ist sogar ein bisschen noch mehr angeschwollen geworden. Und damit laufe ich die ganze Zeit rum, mit dieser Bissstelle. Keine Ahnung, was das sein konnte, vielleicht eine Spinne oder sowas, die mich fressen wollte und so. Und darauf werde ich gleich erstmal Koffein herstellen. So, jetzt wird erstmal Koffein hergestellt. Koffein ist fertig. Oh, noch 2 Eis. Aber trotzdem ist das geil, draußen Koffein zu saufen. Guck mal, hier vorne ist ein Bach. Helmut war gerade dabei, den Grill abzuspülen, genau. Und er hat ein Metallteil verloren gehabt. So dass dieser Metallteil durch den ganzen Bach da rumgeflossen ist. Und jetzt zieht er seine Bergschuhe an, damit er diesen Metallteil da ganz hinten irgendwo suchen tut. Den Fluss entlang. So, der Helmut hat das rausgeholt. Ja. Das hier, das ist diese Missgeburten-Metallteil. Der ist weggeschwommen. Und genau. Und er hat das hier von diesem Bach hier rausgeholt. Genau, das ist hier mit dieser Strömung hier durchgeschwommen. Das war richtig widerlich. Das war richtig beschissen. Vor allem, guck mal, es gibt überall Katz. Wir sind überall Edorn-Burschabdrücke. Und nebenbei ist Helmut auf Scheiße getreten schon wieder. Mit diesen perfekten Bergstiefeln. Ich weiß nicht. Das sieht so aus, aber hier riecht alles nach Scheiße, weil hier Pferde sind. Aber ich glaube, das ist kein Scheiß, ne? Das ist nur Lehm. So, währenddessen wir das hier angucken und den Regen und sowas und diese Alpenaussicht, gucken wir uns Oktoberfest an. Jetzt sind wir dabei, die ganze Sache hier einzupacken. Genau, hier, also diese ganzen Sachen, die wir dann später auf den Rücken tragen werden. Weil diese ganzen Wagen, diese Vollfettwagen mit Schwer dran und dieser auch, den verstauen wir gleich im nächsten Schließfach. Und dann laufen wir mit diesen Rucksäcken rum. Diesen Vollfett-Rucksäcken. Vielleicht 8,5. So, diese nice. Tasche wiegt so viel. Ja, doch mit 8,5, 9,25. Also ohne Bier wiegt der Rucksack genauso viel. 9,7. Ich habe die ganzen Dosenbiere, was hier drin waren, in meinen Bierschrank. Das habe ich hier reingemacht. Oh, 18 Kilo? 18,35. Und deswegen hat das jetzt so ein Gewicht, diesen Rucksack. Und das werde ich die ganze Zeit auf den Rücken tragen. So, die Sachen sind gepackt. Und jetzt gelaufen wir zu dorthin, wo Schließfächer sind. Die winzigen Steine. Guck mal, der Wagen von Helmut schleift. Der nervt seit gestern rum, wie ich schleifen. Und das ist nicht gut für den Reifen. Wir werden jetzt einpacken. Wir werden jetzt diese Scheiße hier reinschmeißen.
und einschließen. Und dann mit den Rucksäcken rumlaufen. Mit dem ganzen Rand. Mit denen hier. Die Berge hoch und sowas. Guck mal, hier vorne ist einer, der muss 52 Euro bezahlen. Und hier vorne ist auch einer, der 52 Euro bezahlen muss. Hier vorne ist ein Rekordhalter mit 56 Euro. Da ist auch noch einer mit 52, aber hier ist einer mit 4 Euro. Und jetzt wird der ganze Wanz hier reingeschoben. So, jetzt, jetzt Bergtour-Start kommt. Gib Prost. Ich grüße E aus HD. Vielen Dank für deinen kräftigen Support. Ich habe dein Paket im letzten Video geöffnet. Ich werde auf dich jetzt 2 Bierpowers machen gehen. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich grüße Edermausmann. Auf dich werde ich jetzt auch 2 machen. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich grüße Hagelberry. Auf dich mache ich auch 2. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich grüße Fuge. Auf dich werde ich jetzt auch 2 machen. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich grüße Tom Palermo. Auf dich werde ich jetzt auch 2 Stück machen. Bierpower 1. Bierpower 2. Und ich grüße Baba S. Du bekommst auch 2 Stück. Bierpower 1. Bierpower 2. Ich grüße Thomas R. Ich grüße Relaxation. Besten Dank für den starken Support. Guck mal, hier spritzt was rum. Wenn wir heute Sommer hätten, dann hätte ich da jetzt meinen Kopf reingetunkt. Um euch das zu zeigen, wie das aussieht, wenn ich da meinen Kopf reintunke und Blubberblasen mache und sowas. Oder beziehungsweise, wenn ich da drin schwimmen gehe. Darauf hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Aber schade, dass dieses Wetter nicht mitspielt. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Fluss. Warte, guck mal, wie sauber das Wasser hier in den Alpen aussieht. Da ist richtig wie nahezu glasklar mit Blau dran. Das haben die meisten Flüsse nicht. Es regnet rum. Dies nass nervt. Ich werde mir überlegen, meinen versüfften, urinfarbigen gelben Sack anzuziehen. Aber ich hab mich noch nicht entschlossen. Weil das noch nicht doll genug regnet. Aber so ein bisschen Regen kommt. Mir ist der Regen noch nicht doll genug, dass ich diesen gelben Sack anziehen muss. Aber gucken, was gleich passiert. Aber das sieht so aus, als dass es weniger wird. Das finde ich voll cool, ich mag das. Also es regnet hier die ganze Zeit so richtig versifft rum und das macht uns feucht. Dieser Regen, der nervt, der muss weg. Aber ich glaube, dauert nicht mehr so lange, bis wir zur nächsten Unterstadt gekommen sind, wo dieser Regen nicht vorhanden ist. Und guck mal, wie befeuchtet meine verschwitzten Arme sind. Da sind ganz viele Tropfen drauf. So, Helmut kocht. Er beschneidet die Zwiebeln. Und das wird klein gemacht. Und gleich werden noch mehr Sachen klein gemacht. Und dann wird gleich richtig gekocht. Zum Fräsen. Jetzt werden wir hier von diesen ganzen Geräuschen hier belästigt. Die belästigen uns. So, währenddessen, wir sind hier angekommen. Anschauen. Ich hatte die Premiere leider verpasst gehabt, weil ich irgendwie vergessen habe, dass wir schon um 18 Uhr die Premiere haben. Genau. Na, das Nudelwasser wird abgegossen. Und das ist schon sehr oft passiert, dass der Helmut dann plötzlich diesen unteren Deckel dann rausgemacht hat und dann die gesamten Nudeln dann runtergefallen sind. Das ist mehrmals passiert. Aber jetzt wird Fressen aufgetragen. Mit Parmesan. Genau. Käse oder wie das heißt. Also keine Käsefüße, aber das ist Käse. Das wird jetzt gefressen.
Helmut hat schon wieder voll Kuhfressen gebraten. Und gekocht und sowas. So, wir werden hier jetzt pennen. Gute Nacht, bis morgen. Gleich gibt es Morgenfressen. So, hier haben wir gepennt. Und hier unten sind überall Ziegen und sowas. Mit den Glocken. Und die haben uns die gesamte Nacht lang belästigt. Die haben uns nicht schlafen lassen. Und genau, da oben sind Berge. Guck mal, diese Viecher hier vorne, die haben uns die gesamte Nacht lang belästigt. Und die sind hier hochgelaufen, um uns noch mehr zu belästigen. Jetzt wird Frühstück gekocht. Das wird gleich in uns reingemacht. Das ist richtig gestopft. So, jetzt wird Nudelwasser ausgegossen. Und das spritzt genauso rum wie meine Lieblingsflüssigkeit. Frisch gezapft. Das war erfolgreich. Das ist ein Helmut dieses Mal nicht aus der Hand gefallen. Auf keinen Fall. Das heißt, Fressen ist fertig. Das sind ja die allerletzten, die wir haben, ne? Die dürfen auf keinen Fall runterfallen. Frühstück ist fertig. Und ich bin ein versiffter Dreck, Fresssack. Und wir werden hier die ganze Sache von diesen Ziegen und Schafen oder wie die heißen belästigt. Weil guckt euch das mal an. Hier vorne sind ganz viele von denen. Die machen immer diese ganzen Geräusche. Die belästigen uns die ganze Zeit. Ich habe dicke, überfettigte Eier. Und weil dieser Druck total nervt, würde ich dir am liebsten diesen ganzen Berg hier runter kullern lassen. Aber ich brauche was zum Bumsen. Das sind richtige Störenfriede. Die haben uns beim Schlafen belästigt und die belästigen uns jetzt beim Fressen. Guck mal, diese ganzen Sachen werden hier getrocknet und diese Sachen werden auf diesen Elektrozäunen getrocknet. Und durch diese Elektrizität werden diese Sachen hier getrocknet. Deswegen haben wir das da aufgehangen. So, die Sachen sind gepackt. Und das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist eine Kapelle. Das war ein super Schlafplatz gewesen. Und jetzt laufen wir weiter. So, wir haben hier die ganze Zeit diesen Wagen hier hochgeschleppt. Und darauf, dass wir jetzt gerade keinen Bock mehr haben, den Wagen noch weiter hochzuschleppen, werde ich diesen regelfarbenen Schloss, den ich neulich beim Bauhaus gekauft habe, also da, wo ich die billigste Klapserkarre vom Bauhaus gekauft habe und Schrankscharniere und sowas, den werde ich erstmal öffnen. Ach scheiße, mein Schlüssel ist durchbogen. Also ich habe gerade diesen Schlüssel, den ich gerade durchbogen habe, wieder gerade gebogen und damit erfolgreich den 6,99 Euro Billigschloss hier dran gehangen, damit der Wagen hier abgeschlossen ist, damit er nicht geklaut wird. Und genau, hier ist noch ein Schlüssel. Also das war gerade 50% Risiko gewesen, dass der eine Schlüssel abgebrochen war, aber den habe ich wieder erfolgreich zusammengebogen bekommen. Aber genau, der regelfarbene Schloss ist dran. Das heißt, dieser Wagen ist gesichert, glaube ich. Guck mal, hier liegen ganz viele diese Vollfettkühe mit Rind drin rum. Und hier vorne liegt auch so eine Vollfettkuh mit Rind drin rum. Guck mal, hier vorne, das sieht aus, wie als wenn da ganz viel Flüssigkeiten runtergelaufen sind. Und hier vorne auch, aber das sieht auch heute ausgetrocknet aus. Deswegen, hier kann man kein Wasser holen. Wir müssen eine andere Stelle finden zum Wasser holen. So, der Helmut hat schon wieder seine fettigen Bergstiefel an, die von gestern da vollgeschissen sind. Und damit läuft er jetzt diesen Weg hier durch. Oh scheiße, wir haben uns verlaufen, wir müssen wieder zurück. Wir müssen einen anderen Weg laufen. Und zwar diesen Weg, den der Helmut mit seinen fettigen Bergstiefeln da besteigt.
Ach, da lang. Guck mal, Leute. Ich habe vergessen, meine Cap hier und meine Sonnenbrille mitzunehmen. Die liegen beide, glaube ich, im Schließfach oder so. Oder zu Hause. Ich habe vergessen. Aber die werden jetzt richtig geil. Wenn ich die jetzt wenn ich das auf hätte. Damit ich besser angucken kann. Ich wäre ein Verranzungsgesicht. Guck mal, hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit. Das müssen wir bewältigen. Da müssen wir hoch. Das ist ganz wichtig. Damit wir den Weg mit Schwierigkeit hochgelaufen sind. Hier sind überall diese nervigen Steine und sowas. Es geht hier die ganze Zeit nach Berg hoch. Und ich bin eine biertrinkende Mammutspermie. Ich würde am liebsten meine Eier runterkuldern lassen, damit diese Last weg ist. Diese Last, die nervt am meisten. Die ist am meisten belastend. Guck mal, jetzt müssen wir durch dieses Gewässer hier rumklettern. Wir sind in der Schneerinnenverranzung gefangen. Wir müssen hier hoch auf diese Wurzeln drauf. Beziehungsweise wir müssen diesen Berg hier hochklettern. Das ist ganz wichtig. Meine Hand ist besetzt. Scheiße. Aber hier sind wir hochgeklettert. Und hier ist immer noch steiler Berg. Und zwar das hier, da fließt bestimmt ganz viel Flüssigkeiten und sowas runter, wenn es regnet. Oder schneit oder sowas. Und genau durch so etwas laufen wir hoch. Guck mal, hier vorne ist ein Bergziegenweg. Aber ich habe ja ein Ziegenbad und deswegen habe ich die beklettert. Das ist geil, das ist die komplette Naturverransung. Ja. Ich rieche auch Naturgas schon. Wir brauchen unbedingt einen Bierträger. Einen Bierträger brauchen wir noch für die nächste Tour. Ja. So wird es gemacht. Der Weg da strengt an. Ich bin feucht geschwitzt. Das zieht ein komischer Schweiß. Der drückt so richtig durch meinen regelfarbenen Bierpower-Tanktop durch. Das kann ich nur empfehlen. Wenn ihr auch diesen Bierpower-Tanktop kauft, da müsst ihr auch unbedingt da durchschwitzen und euren ganzen Schweiß da rein ablassen. Das ist mir ganz wichtig, wenn ihr das dann macht. Weil dann habt ihr was gemacht. Guck mal, hier vorne kann man auch sehr tief abrutschen und einstürzen und sowas. Aber das ist ein ganz komischer Weg, wo nur ganz wenig von diesen Trittflätschen vorhanden ist. Und da geht das halt ganz weit runter. Wie gut, dass man 4,5 Kilo Wasser dabei hatten, wo es hier jede Menge Wasser satt gibt. Tja, es ist exzellent sogar ist es. Ja, hier geht das ganz steil hoch. Es liegt einfach jede Menge Naturranz rum in den Alpen. Es muss weg. Naturgas besprüht werden. Oh ja. Ganz viel davon. Das ist ganz wichtig. Ich bin eine verranzte Drecksau. Guck mal, hier vorne ist Ausrutschgefahr, weil hier fließen Flüssigkeiten runter. Und hier vorne geht das ganz tief weit runter. Und genau da laufen wir jetzt gerade lang. Ja, und hier vorne geht das auch ganz tief weit runter. Guck mal, man muss sich hier die ganze Zeit an diesen Blatt Papieren hier festhalten, weil wenn diese hier nicht halten und abreißen, dann stürzt man hier ganz weit runter. Und genau, deswegen, die sind ganz wichtig, die Dinger. Das sind, die müssen vorhanden sein und die müssen auch fest genug sein, damit man hier nicht runterfällt. Die nächste Naturverransung muss bewältigt werden. Na, exzellent, geprost. Guck mal, hier vorne fließt ein Wasserfall durch. Und wir müssen hier über dieses Wasser hier rüber. Ach, scheiße, meine Socken sind nass. Und darauf, dass die Sohle jetzt feucht und nass ist,
wenn wir jetzt diesen Berg hier hochlaufen, diesen Hügel, dass das dann rutschiger ist und sowas. Jawohl, hier geht das ganz tief weit runter. Ist entspannend. Das ist unser Weg zu nach oben hoch hin. Prämisal, ne? Richtig, Prämisal! So, hier machen wir ein bisschen die nächste Bierrast. Erstmal darauf ein Bier trinken. Geprost! Aber ein paar Höhenmeter bis zum Gipfel braucht noch. Also wir haben noch nicht den ganzen Gipfel erreicht. Sondern das ist nur hier ein Spot. Guck mal, da drüben sind Berggipfel, die sind die ganze Zeit von diesen Wolken verseucht. Das heißt, wenn wir unseren Berggipfel da oben erreichen tun, dann könnte es sehr gut sein, dass wir auch dann später von diesen ganzen Wolken hier verseucht werden. Ich bin schon wieder total verranzt, obwohl ich mich in dem Quellwasser perfekt gewaschen habe. Das ist real. Wir brauchen Bierträger. 2 Stück mit Lastenkraxel und 2 Kästen hinten drauf jeder. Guck mal, von da unten sind wir hochgelaufen und wir müssen noch nach da oben hoch, also da, wo die Wolken sind. Und uns dann später frieren und belästigen tun. Weil das da oben, wo die Wolken sind, das ist Gipfel. Guckt euch das mal hier an. Das hier, das ist der erste Schnee von hier oben. Und je höher wir laufen, desto nebliger wird das. Also desto mehr Wolken stören uns und sowas. Wir müssen ja diesen Berg hochklettern. Um auf den Gipfel Bier zu trinken. Deswegen macht man sowas. Und hier riecht das die ganze Zeit nach Ziegenscheiße. Also von diesen, die uns letzte Nacht genervt haben und belästigt und sowas. Die haben hier die ganze Zeit hingeschissen. Und genau, da oben, das sieht aus wie dieser Gipfelkreuz. Genau, das ist dann unser Zielpunkt gleich. Also unser Biertrinkpunkt, wo wir gleich Bier zusammen trinken werden. So, wir sind hier auf den Gipfel drauf angekommen. Also da, wo dieser Gipfelkreuz ist. Und so sieht das hier von hier aus. Da hinten ist ein See. Und genau, so sieht das von da aus, diese Ortschaft. Und hier werden wir jetzt ein Gipfelbier trinken. Darauf, dass wir hier hochgeklettert sind. So, und darauf, dass wir angekommen sind, wird erstmal Gipfelbier gesoffen. Auf diesen Gipfel drauf. Mit dieser Aussicht hier. So, wir waren da oben auf dem Gipfel drauf gewesen und ich konnte zu wenig Aufnahmen machen, weil das da oben zu kalt war für die Kamera. Und genau, wir sind gerade dabei, hier runter zu laufen. Diesen gesamten Berg wieder runter. Bis wir da ganz unten da angekommen sind. Voraussichtlich. Genau, das machen wir jetzt. Guck mal, wir laufen hier diesen gesamten Berg hier runter. Und die ganze Zeit werden wir von diesen Nieselregen hier belästigt. Und immer mehr Dunkle kommt. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis wir Licht brauchen. Guck mal, wir werden hier die ganze Zeit von diesen Regen hier belästigt. Und deswegen sind wir ganz schnell unter dieser Hütte hier geflüchtet. Damit wir nicht hier abwarten, bis der Regen weg ist. Das ist irgendwie so eine verlassene Hütte. Oder eine gerade nicht betriebene Hütte, irgendwie so. Und genau hier haben wir einen Unterstand.
Weil sonst kommen diese ganzen Flüssigkeiten, die auf unseren Kopf spritzen und uns den gesamten Körper, Rest vom Körper nass macht. Und genau deswegen sind wir jetzt gerade hier drunter. Und wir warten gerade, bis der Regen wegkommt. Und dann laufen wir runter zur Ortschaft. So, langsam regnet das nicht mehr. Und darauf, weil es an Regen mangelt, haben wir hier das hier gefunden. Also da, wo Wasser rausspritzt. Also ich habe gerade meine Kamera mit meinem Sack aufgewärmt, damit da das Akku nicht zu doll abstirbt, weil das hier die ganze Zeit zu kalt ist. Und guck mal hier vorne liegt Scheiße rum. Und ich sehe gerade mit der Prozentanzahl, dass es schon wieder zu kalt ist. Das heißt, es musste gleich schon wieder am Sack anbinden, damit der warm wird. Und das nervt die ganze Zeit, weil wenn mein Akku kälteresistenter wäre, dann könnte ich auch viel, viel mehr filmen. Ich sehe schon wieder, dass der Akku schon wieder runtergeht. Jetzt geht die Kamera jeden Moment schon wieder aus. So, ich habe eben gerade meinen Akku schon wieder am Sack dran geklebt, damit ich für euch wieder Aufnahmen machen kann. Bevor das sonst viel zu kalt ist für den Akku. Und genau, damit ich für euch so ein paar Sekunden Content bieten kann. Und wir sind immer noch am runter zu gelaufen. Aber ich glaube, das dauert nicht mehr lange, bis wir bei diesem Wagen angekommen sind, den ich gleich aufschließen kann. Mit der Hoffnung, dass der Schlüssel nicht abbricht von diesem 6,99 Euro Billigschloss. So, wir sind jetzt hier an dieser Stelle angekommen, wo diese Sackkarre hier angeschlossen ist. Und die wurde nicht aufgebrochen und geklaut. Und deswegen werde ich das hier jetzt aufmachen. Diesen 6,99 Euro regelfarbenen Billigschloss. Und da geht richtig scheiße auf. Ja, jawohl, ich hab's geschafft. Ohne dass der Schlüssel abbricht. Und jetzt fahren wir mit dem hier weiter. Bis zum nächsten Einkaufsladen. Der Wagen macht Geräusche. Also hier vorne ist eine Tankstelle. Und hier werden wir jetzt Bier und noch mehr Sachen einkaufen gehen. So, wir waren gerade in der Tankstelle gewesen, um dort Bier und noch mehr Sachen kaufen zu gehen. Und ich habe mir Koffein geholt. Und ich habe die Toilette zugeschissen. Das habe ich absichtlich gemacht. Das war ganz wichtig. Ich habe den Koffein ausgetrunken. Und jetzt laufen wir zu dorthin, wo wir die vorletzte Nacht gepennt haben. Weil das war ein chilliger Platz. Ich war eine richtige Gehirnverranzung. Guck mal, hier vorne läuft ein Weberknecht rum. Das hier, das ist ein Vollfett-Weberknecht. Der hat sich hier diesen Holz... Nee, der läuft hier am Holz vorbei. Weil das hier, das ist ein Vollfett-Weberknecht mit Fett dran. Ein richtig verfettigter Vollfett-Weberknecht mit Fett dran. Aber das dauert nicht mehr lange und dann ist es bald fertig. Und dann werden wir uns das hier in uns reinmachen. Guck mal, es regnet hier rum und hier spritzt das von dieser Dachrinne runter. Auf den Topf hier drauf, weil wir brauchen Nudelwasser. Deswegen spritzt das da drauf, damit wir dann gleich Nudeln kochen können. Nur aus diesem Grund spritzt das da drauf. Regelfarbene Farbe wird hier drauf geschmiert. Das wird hier richtig drauf geklatscht. Auf dem Essen, was wir jetzt gleich essen werden. Ohne Essen Olivenöl angeschwitzt zu haben. Einfach pur rein. Ich mag regelfarbene Farbe. Weil so sieht mein Bierpowerfummel aus. Den ich meistens nicht so oft trage. Und ein Pirat stürzt sich auch natürlich ins rote Wasser rein. Die Nudeln sind fast fertig. Das wird gleich in die Teller raufgetragen. So, jetzt werden diese ganzen verschmierten Nudeln hier rausgetropft. Und sobald das Wasser abgegossen wurde, sehen die Nudeln jetzt so aus, wie die aussehen. So, Fressen ist fertig. Jetzt wird das hier gefressen. Hier vorne ist eine weitere Alpenbergwanderung. Die war auch richtig ranzig und räudig gewesen. Da lag sogar Schnee. Deswegen gibt euch das.